Der fünffältige Dienst, die verschiedenen Aufgaben im Leib Christi. Einleitung. In Epheser 4,11-13 lesen wir über den fünffältigen Dienst. Und er hat einige gegeben als Apostel, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer zum Vollenden der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollentwickelten Mannesreife, zum Maß der vollen Größe Christi. Jeder von uns ist als Gläubiger Teil des Leibes Christi und jeder hat eine spezifische Berufung, die wir entdecken und ausleben sollen. Doch was genau bedeutet das, wenn wir über den fünffältigen Dienst sprechen? Welche Aufgaben und besonderen Merkmale bringen die verschiedenen Dienststellen mit sich? Und warum fällt es so vielen schwer, ihren Platz zu finden? Er ist der Apostel, der Visionär und Gründer. Was ist der Apostel? Apostel sind die Pioniere und Gründer der Kirche. Sie sind Visionär, ausgestattet mit einer klaren Gottesgabe, um neue Werke zu starten und bestehende Gemeinden zu stärken. Ihr Herz schlägt für Expansion und die Verkündigung des Evangeliums an Orte, wo das Wort Gottes noch nicht gehört wurde. Besonderheiten und Voraussetzungen. Ein Apostel muss tief in der Gebetsgemeinschaft mit Gott stehen, eine klare Vision haben und eine starke Führungspersönlichkeit besitzen. Er muss mutig und bereit sein, neue Gebiete zu betreten und mit Widerstand umzugehen. Apostel sind oft Menschen, die über den Tellerrand hinaus denken und im geistlichen Bereich Innovationen fördern. Im Gegensatz zu den anderen Ämtern ist der Apostel mehr der Visionär und Pionier, der die anderen Ämter unterstützt und nicht nur in bestehende Werke involviert ist. Zwei, der Prophet, der Wächter und Ermahner. Was ist der Prophet? Propheten sind jene, die Gottes Wort in der Gegenwart verkünden, oft mit einer ermahnenden und zukunftsweisenden Perspektive. Sie haben die Gabe, Gottes Stimme zu hören und die Gemeinde vor falschen Wegen zu warnen. Ein Prophet spricht mit Klarheit und Autorität über das, was Gott für die Kirche tun möchte. Besonderheiten und Voraussetzungen. Ein Prophet muss empfänglich für den Heiligen Geist sein, ein tiefes Verständnis der Schrift besitzen und eine Bereitschaft zur Umkehr von Herzen und Leben zeigen. Er muss auch Mut haben, schwierige Wahrheiten zu verkünden. Der Prophet unterscheidet sich vom Lehrer, weil er nicht nur lehrt, sondern auch die Fähigkeit hat, in die Zukunft zu sehen und das Volk zu Gottes Willen zu rufen. Dritt, der Evangelist, der Bringer des guten Boten. Was ist der Evangelist? Evangelisten sind leidenschaftliche Botschafter des Evangeliums, die mit klarer und überzeugender Art und Weise die Botschaft von Jesus Christus weit verbreiten. Sie haben die Gabe, Menschen zum Glauben zu führen und Herzen zu erwecken, die noch nicht zu Jesus gefunden haben. Besonderheiten und Voraussetzungen. Ein Evangelist muss eine Leidenschaft für die Seelenrettung haben, eine klare Verkündigungskraft besitzen und in der Lage sein, Menschen zu erreichen. Evangelisten haben oft eine bemerkenswerte Fähigkeit, in kürzester Zeit Beziehungen zu Menschen aufzubauen und ihnen die Wahrheit über Jesus näher zu bringen. Der Evangelist unterscheidet sich vom Hirten und Lehrer, da sein Hauptaugenmerk nicht auf der Pflege der bestehenden Gemeinde liegt, sondern auf der Erweiterung des Reiches Gottes durch die Bekehrung von Menschen. Der Hirte, der Fürsorger und Beschützer. Was ist der Hirte? Hirten sind die Seelsorger der Gemeinde, die sich um das geistliche Wohl der Gläubigen kümmern. Sie bieten Führung, Trost und Schutz und sind oft die ersten Ansprechpartner für geistliche, emotionale und praktische Bedürfnisse der Mitglieder der Gemeinde. Besonderheiten und Voraussetzungen. Ein Hirte muss ein großes Herz für Menschen haben, geduldig, fürsorglich und im Gebet tief verwurzelt sein. Er muss in der Lage sein, andere zu ermutigen, zu stärken und zu begleiten, vor allem in schwierigen Zeiten. Hirten neigen dazu, langfristige Beziehungen aufzubauen und sich um das geistliche Wachstum ihrer Gemeinde zu kümmern. Der Hirte unterscheidet sich vom Evangelisten und Apostel, da er nicht in erster Linie missioniert, sondern sich intensiv um das geistliche Wachstum und die Stabilität der Gläubigen in seiner Gemeinde sorgt. 5. Der Lehrer, der Ausbilder und der Klärer. Was ist der Lehrer?
Lehrer sind die Gelehrten, die die tiefe Lehre Gottes vermitteln. Sie sind in der Lage, das Wort Gottes klar und verständlich zu erklären, damit es in das Leben der Gläubigen integriert wird. Sie stärken das Fundament des Glaubens durch präzise und tiefgründige Lehre. Besonderheiten und Voraussetzungen. Ein Lehrer muss ein tiefes Verständnis der Bibel haben, ein diszipliniertes Leben führen und eine Liebe für die Wahrheit pflegen. Er muss die Fähigkeit besitzen, komplexe theologische Konzepte einfach und verständlich zu erklären. Abgrenzung. Der Lehrer unterscheidet sich vom Propheten, da er keine neue Offenbarung oder zukunftsweisende Visionen gibt, sondern das Wort Gottes anhand der Schrift erklärt und lehrt. Warum kommen so wenige in ihren Dienst? Die Frage ist nicht nur, warum es diesen Dienst gibt, sondern auch, warum so wenige Menschen ihren Platz im Leib Christi finden. Hier einige Ursachen. Erst Mangel an Klarheit. Viele Menschen wissen nicht, wie sie ihren Dienst entdecken können oder was ihre Berufung im Leib Christi ist. Angst vor Versagen. Der Druck, Erwartungen zu erfüllen oder nicht zu genügen, hindert viele daran, ihren Dienst mit voller Hingabe zu leben. Mangel an geistlicher Reife. Ein solides Fundament in Gebet, Bibelstudium und Gemeinschaft ist notwendig, um zu einem Dienst zu kommen, der in der Tiefe verwurzelt ist. 4. Bequemlichkeit. Manche Menschen möchten sich nicht dem vollen Engagement des Jüngerschaftsprozesses stellen. Welche Entscheidungen müssen getroffen werden, um im Dienst zu wachsen? Erstens, erkennen und annehmen der Berufung. Jeder muss erkennen, dass er im Leib Christi eine einzigartige Aufgabe hat. Diese Entscheidung bringt Klarheit und Richtung. 2. Bereitschaft zur Hingabe. Es geht nicht nur um Talent, sondern um Hingabe und Disziplin. 3. Unterstützung durch Vorbilder und Mentoren. Wir brauchen geistliche Vorbilder, die uns anleiten, ermutigen und herausfordern, um in unserem Dienst zu wachsen. 4. Verantwortung übernehmen. Der Dienst ist kein Nebenjob, sondern eine ernste Aufgabe, die ernsthaft angenommen werden muss. Schlussgedanke. Der fünffältige Dienst zeigt uns, wie die verschiedenen Teile des Leibes Christi zusammenarbeiten, um das Reich Gottes zu erweitern und die Gläubigen zu stärken. Jeder von uns ist zu einem bestimmten Dienst berufen. Wenn du deinen Platz in diesem Körper erkennst und deinen Dienst in Übereinstimmung mit Gottes Willen entwickelst, wirst du nicht nur für die Gemeinde ein Segen sein, sondern auch zu einer stärkeren und geistlich gesunden Nachfolgerin oder einem Nachfolger Jesu werden. In älteren Videos ging ich darauf ein, dass der Pastor die anderen Dienste zerstört hat und seinen eigenen Hirtendienst füllt er nicht aus, weil er die Schäfchen nicht in Jüngerschaft anleitet.